diesem Video möchten wir Ihnen gerne die Funktionsweise des neuen Starkes 4.0 Cockpit erklären. Vorab ein kleiner Hinweis. In diesem Video verwenden wir eine Kundennummer, die sämtliche Module im Starkes 4.0 freigeschaltet hat. Wenn Sie eine Funktion in diesem Video sehen, die Sie gerne kostenfrei testen möchten, dann können Sie sich gerne im Starkes Support melden oder schalten sich über den Starkes 4.0 Modul Store eine kostenfreie Testfreischaltung selbstständig frei. Sie erreichen den Modul Store über die Starkes 4.0 Startseite. Um Ihnen einen Überblick über das Starkes 4.0 Cockpit zu geben, zeigen wir Ihnen das Cockpit in der derzeitigen Version. Abhängig von Ihrer aktuellen Starkes 4.0 Freischaltung sollte das Cockpit bei Ihnen so oder so ähnlich aussehen. Wechseln wir jetzt zu dem neuen Starkes 4.0 Cockpit. Wie Sie sehen, haben sich Positionierung und Darstellung der einzelnen Kacheln verändert. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Änderungen. Die Fahrzeugsuche und Kundenverwaltung befinden sich zukünftig im linken Bereich des Cockpit. Die Katalogkachel erhält mehr Platz und wird im mittleren rechten Bereich dargestellt. Die Artikelidentifizierung findet zukünftig über einen auf die Ansprüche einer modernen Werkstatt optimierten Suchbaum statt. Funktionen wie der Aufruf der technischen Daten, Arbeitswerte, des RDKS-Räderkonfigurator und allen weiteren Extrafunktionen stehen Ihnen unterhalb der Katalogkachel zur Verfügung. Beginnen wir mit dem Aufruf der technischen Daten. Die Kachel dafür finden Sie direkt unterhalb der Katalogkachel. Wie vorab erwähnt, stehen uns in diesem Video sämtliche technische Datenmodule zur Verfügung. Über das Auswahlmenü erhalten Sie Zugriff auf die technischen Daten, die für Sie freigeschaltet sind. In unserem Beispiel sind das die technischen Daten von Haynes Pro, Autodata und Alldata. Mit einem Klick auf den jeweiligen Anbieter öffnen sich die technischen Daten in ihrer bekannten Form. Die soeben erklärte Funktionsweise gilt für alle weiteren Kacheln, bei denen eine Auswahl möglich ist. Bei Kacheln, bei denen keine Auswahl möglich ist, geschieht der Aufruf über den Klick auf die Kachel selbst. Kommen wir jetzt zur Funktionsweise innerhalb der Katalogkachel. Weiterhin gibt es die Bereiche der Fahrzeugteile, Artikelsuche und Universalteilsuche. Die Funktionsweisen innerhalb der Artikelsuche und Universalteilsuche haben sich nicht verändert. Schauen wir uns jetzt die Fahrzeugteilesuche an. Anstatt der Aufrufmöglichkeiten über die bisher verwendeten 24 Piktogrammen stehen Ihnen zukünftig bis zu 31 neue Aufrufmöglichkeiten zur Verfügung. Mithilfe dieser Änderung können Sie noch gezielter die gesuchten Produktgruppen aufrufen. Anhand des Beispiels Ölfilter möchten wir Ihnen jetzt die verschiedenen Aufrufmöglichkeiten zeigen. Dafür benötigen wir den Bereich Wartung Service. Wir wählen die Kategorie Filter aus und kommen im Suchbaum eine Ebene tiefer. Auch hier stehen uns für unser Beispiel Ölfilter verschiedene Aufrufmöglichkeiten zur Verfügung. Starten wir mit dem direkten Aufruf der Produktgruppe Ölfilter. Dafür klicken wir auf die Kategorie Ölfilter. Wir erhalten eine Artikelliste mit der jeweiligen ausgewählten Produktgruppe. In unserem Beispiel war dies die Produktgruppe Ölfilter. Eine weitere Möglichkeit ist die Auswahl der Kategorie innerhalb der Bestseller. Innerhalb der Bestseller stehen die Kategorien zur Auswahl, welche in dem jeweiligen Bereich am häufigsten ausgewählt werden. Über die Auswahl der Bestseller können neben der Kategorie Ölfilter weitere Kategorien ausgewählt werden. In unserem Beispiel wählen wir die Kategorien Luftfilter und Kraftstofffilter zusätzlich aus. Nachdem wir unsere Auswahl mit Übernehmen bestätigen, erhalten wir eine Artikelliste mit den zuvor ausgewählten Kategorien. Über die Auswahl innerhalb der Bestseller ist es Ihnen somit möglich, die Artikelliste so aufzurufen, wie Sie sie benötigen. Wechseln wir zurück in das Cockpit, um uns eine weitere Aufrufmöglichkeit anzuschauen. Neben der Bezeichnung der jeweiligen Kategorie steht in Form eines auswählbaren Piktogramms die Schnellauswahl zur Verfügung. Hier ein wenig vergrößert dargestellt.
Wähle mir nun die Schnellauswahl für die Kategorie Filter aus. Mit nur einem Klick auf die Schnellauswahl erhalten wir eine aus fest vorgegebenen Produktgruppen definierte Artikelliste. Nachdem wir uns die Fahrzeugteilesuche über das Cockpit angeschaut haben, zeige ich Ihnen jetzt die Fahrzeugteilesuche innerhalb einer Artikelliste. Über den Klick auf Kategorie stehen uns die identischen Aufrufmöglichkeiten zur Verfügung, wie wir sie im Cockpit haben. Wir hoffen, Ihnen in diesem kurzen Video die Funktionsweise des neuen Starkes 4.0 Cockpit verständlich erklärt zu haben. Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen der starke Support selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung. Gerne können Sie unser Schulungsangebot nutzen und an einem der zahlreich angebotenen Starkes 4.0 Online-Seminaren teilnehmen. Die Termine zu den Online-Seminaren können Sie über das Kundentrainingsportal oder über den Stahlgruber-Newsbeitrag einsehen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß mit Starkes 4.0.